Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von PULS. Seit letztes Jahr November sind wir für Sie ja unterwegs und berichten über die Kultur in und um Stuttgart. Und viele Momente schaffen es einfach nicht in die Sendung, weil wir ja nur leider 12 Minuten haben. Und heute haben wir uns gedacht, zeigen wir Ihnen mal genau diese Sequenzen, die Sie bis jetzt noch nicht gesehen haben, und plaudern so ein wenig aus dem Nähkästchen. Zum Beispiel meine Begrüßung. Die geht beim ersten Mal grundsätzlich schief. Schauen Sie selbst. Hi, ich bin Özcan. Genau. Sollen wir irgendwie zählen? Ich zähle 1, 2, 3 und dann mal. Okay. 1, 2, 3. Hallo. Achso, ich muss ja gar nicht stimmen. Ich muss ja nur die Lippen bewegen. Okay. Es liegt jetzt an mir, gell? Okay. Also. 1, 2, 3. Willkommen. Können wir nochmal? Ich hab's schon verzockt. Okay. Hi, ich bin Claudi von Regio TV und bei mir heute die beste Rockband unserer Zeit. Wann hast du angefangen? Noch bevor ich angefangen habe, oder? Hi, ich bin Özcan. Ja, genau, der Özcan. Das war echt super, gell? Das hat mich schon gerade selber gefallen. Hallo, ich bin Fräulein Wommi Wonder und so sehe ich ungeschminkt aus. Willkommen im Zuhause von Jenny Masala. Tada! Hi, ich bin Claudi von Regio TV und bei mir heute die beste Rockband unserer Zeit, Itchy. Tada! Das hat doch super hingehauen. Da bin ich ja froh, dass wir die Begrüßung heute einwandfrei beim allerersten Mal natürlich über die Bühne gekriegt haben. Mein allererster Gast war damals im November Wommi Wonder alias Michael Panzer. Ein wahnsinnig beeindruckender und super sympathischer Mensch. Und irgendwann kamen wir auf seine Kindheit zu sprechen. Und da hat er mir verraten, dass er schon relativ früh als Kind mit dem Tod konfrontiert war. Würdest du gerne 100 werden? Würdest du gerne so alt werden? Das kommt ja mal drauf an. Wenn ich ein erfülltes Leben habe und mit 100 noch geistig fit bin und beweglich, dann fände ich das durchaus erstrebenswert. Aber lieber 70 erfüllte Jahre als 100 dahingesichte. Also alles hat seine Zeit. Und das ist wieder, da bin ich ein bisschen geerdet, weil mein Vater Bestatter war. Das erzähle ich auf der Bühne, das glaubt mir keiner, aber es war so. Lebt dein Papa noch? Nein, leider nicht. Der ist vor 6 Jahren verstorben. Und da kriegst du aber automatisch schon als Kind mit, dass es nicht die Regel ist, mit 95 einfach mal nicht aufzuwachen, sondern dass es dich jeden Tag erwischen kann und nicht nur angenehm. Deswegen. Das heißt, du bist als Kind schon mit dem Tod tatsächlich in Berührung gekommen? Damit bin ich aufgewachsen. Du hast tote Menschen gesehen und bist du entspannt mit deinem Tod? Also wenn das jetzt einfach in 10 Jahren gewesen sein sollte, sagst du wirklich, okay, dann passt das so für mich? Ja, ich habe ja keinen Anspruch drauf. Die Leute denken immer, man kriegt von Mutter Natur so einen Anspruch mit. Man müsste 90 werden können oder dürfen. Das ist ja nicht. Ja. Aus meinem Schuljahrgang sind schon 5 verstorben. Also insofern. Also die Momente mit Wommi Wonder, die werden mir lange, lange im Gedächtnis bleiben. Auch ein Mensch, mit dem es sehr amüsant war, war Star-Comedian Özcan Kosa. Der kommt ursprünglich aus Bad Cannstatt. Und bevor er als Comedian sein Geld verdient hat, hat er als Fitnesstrainer im SI-Zentrum in Stuttgart gearbeitet und hat da sehr witzige Dinge erlebt. Gehst du ab und zu mal ins Musical? Im Musical war ich oft, ja. Ja? Warst du schon im Bodyguard? Nee. Also das ist neue. Ja. Stimmt. Im SI-Zentrum. Im SI. Ich habe ja dort gearbeitet. Ah, als? Im Fitnessstudio. Ach komm. Ja, die Leute, die von Tarzan und so, die waren ja alle bei mir echt trainieren. Jetzt? Ja, ja. Und wie sind die so gewesen? Die sind wie in dem Stück. Nicht Spaß. Nein, die haben dort ganz normal. Der Dinger sah ja richtig gut aus, gell? Der, Gianluca Schiaretti, der Tarzan. Boah, der war echt krass, gell? Der hat sich bei uns im Fitnessstudio angemeldet und wir haben ja unten noch Sauna. Und dann kam der am ersten Tag nur so im Handtuch. Da habe ich den gesehen. Ich so, Alter, was machst du im Fitnessstudio? Weißt du, ich meine, der war so richtig voller Robocop so. Ja, jetzt, ich wollte auf jeden Fall zu Bodyguard überleiten. Ja, Bodyguard ist bestimmt gut. Ich war auch Tanze Vampire, heißt das, gell? Ja. Nee. Doch, heißt Tanze Vampire. Wäre es für dich trotzdem in Ordnung, wenn wir jetzt mal kurz zu Bodyguard reingucken? Ja, Body. Schaut es euch an.
Also bei Özcan Kosa zu Wort zu kommen, ist tatsächlich schwieriger, als wenn man mit 10 Frauen in einem Raum gleichzeitig ist. Toller Typ. Wer mich auch sehr beeindruckt hat, auf eine ganz andere Art und Weise, ist Jean-Marc Lorber. Er ist Künstler und hat das Tourette-Syndrom. Mit 9 Jahren ist er quasi über Nacht an der Krankheit erkrankt, ist dann erstmal in Depressionen gefallen und seine Schwester hat es geschafft, ihn da rauszuholen. Also es gab eine Phase so mit 16, 17, wo alle so erstmal in die Clubs sind, also erstmal ihre Erfahrungen gemacht haben, Partys gemacht haben, bin ich sehr, sehr in die defensive Rolle und bin sehr zurückgezogen gewesen und habe mir Bücher über Naturheilkunde geholt und wollte dieses böse Tourette, diesen Dämon da austreiben, weil ich gemerkt habe, also da hat es halt echt zwischen mir gestanden und der Gesellschaft. Also es war eigentlich nicht die Ticks selber, die wurden zwar auch immer mehr und das hat mich dann irgendwann auch gestört, weil wenn du dann irgendwann, keine Ahnung, ich habe so lange mit dem Kopf gewackelt, bis ich dann Kopfschmerzen hatte und das Böse bei Tourette ist ja halt oftmals, du tust genau das, was du nicht tun willst oder auch nicht darfst. Und wenn ich jetzt merke, oh, wenn ich so mache, dann tut es noch mehr weh, dann sagt sich dieser Monsieur Tourette, wie ich das immer sage, oder dieser Mr. Tourette in meinem Kopf, ja komm, dann mach doch gerade noch mal. Ne? Und da hast du also Kopfweh und schüttelst dich da bis zum Exzess hoch. Bah, diese ganzen Geschichten habe ich dann schon auch irgendwann mal getroffen und habe ich gesagt, ich will das wegbekommen. Und habe mir Bücher ausgeliehen und habe gebüffelt und mir Medizinliteratur geholt, wobei es da also nicht wirklich viel gab. Und hab versucht, einfach diesem Tourette an den Kragen zu gehen. Und das hat aber dann auch nicht wirklich geklappt. Und nachdem ich da so ein Jahr wirklich nur noch daheim war und kaum noch Freunde hatte, hat meine Schwester irgendwann mal gesagt, jetzt pass mal auf, du musst da raus. Mhm. Also ich nehme dich mal mit zu mir und meine Schwester ist einige Jährchen älter. Und die hat in Reutlingen gelebt und hat mich dann so wieder unter Leute gebracht. Okay. Und ab diesem Moment, wo ich diesen liebevollen Tritt in den Hintern gekriegt habe, ging das dann auch irgendwann. Und ich habe dann wirklich so, da hat es dann auch Klick gemacht, dass ich gesagt habe, okay, wegkriegen tue ich es nicht, irgendwie muss ich mich arrangieren. Ne? Das ist für mich genau das Tolle an der Sendung Puls. Und ich hoffe, Sie merken das auch, dass Menschen ganz persönliche Geschichten erzählen und wirklich uns sehr nah an sich ranlassen. Das ist wirklich jedes Mal aufs Neue beeindruckend. Gleich geht's weiter. Nach einer kurzen Pause mit der Sängerin Jenny Marsala. Sie erzählt eine wahnsinnig emotionale Geschichte, die sie in einem Song verarbeitet hat. Und ich sage Ihnen, es wird sehr albern mit zwei Jungs. Und zwar den Bandmitgliedern von Itchy. Also bleiben Sie dran. Hallo zurück. Jetzt treffen wir auf Jenny Marsala, einer Sängerin aus Stuttgart, und sie hat den Song Eisprinzessin rausgebracht. Wir haben mit ihr über diesen Song gesprochen und sie hat uns verraten, dass dieser Song aus einem ganz bestimmten Grund bis jetzt derjenige war, der sie am tiefsten bewegt hat. Weil es eine wahre Geschichte ist. Ich habe meine Cousine verloren an einem Autounfall vor 5 Jahren und sie war kaum 30 Jahre alt. Und das habe ich verarbeitet in diesem Video. Also man sieht die zwei Schauspielerinnen, die habe ich gecastet und habe ihnen ganz viel erzählt von meiner Cousine und ihrer Zwillingsschwester, die noch lebt. Und das wurde eben dann verfilmt in diesem Video. Und ich hoffe, dass du gefunden hast, wonach gesucht hast. Kein Tag vergeht, an dem ich's nicht verstehe, bis wir uns alle wiedersehen. Haben Sie auch gerade Taschentücher gebraucht? Es gab wirklich 2, 3 Momente, wo ich wirklich vor Rührung schlucken musste. Und Jennys Stimme geht irgendwie unter die Haut. Auf meiner Reise durch die Kultur seit November in Stuttgart durfte ich auf 2 junge Mädels treffen. Die sind gerade dabei, sich als Profi-Balletttänzerin ausbilden zu lassen und sind Riesentalente. Mittlerweile sind die beiden Freundinnen. Das war am Anfang aber anders. Da war tatsächlich Zickenkrieg angesagt. Schauen Sie selbst. Es gab am Anfang eigentlich, aber dann haben wir verstanden, dass es besser ist, wenn wir zusammen unterstützen und zusammenarbeiten. Und jetzt wir korrigieren einander und jetzt wir sagen, nein, das hast du nicht so gut gemacht, das hast du sehr gut gemacht. Es ist in diesem Niveau jetzt. Ich bin schon 4 Jahre in dieser Akademie und wenn sie hat gekommen letztes Jahr, jeden Tag, warum? Sie ist besser als ich und das und das. Und aber dieses Jahr ist
ganz. Wir machen dieses Jahr Master schon, ja. Und wirklich wir zusammen, wir helfen, wenn wir haben Fragen oder ja. etwas, was ist, wir können besser machen oder wie kann ich das besser machen oder. Ja. Weil jeder ist unterschiedlich und jeder hat seine guten Sachen und schlechte Sachen und wir sind alle unik sozusagen. Ja. Ja, die Mädels haben mir übrigens verraten, dass sie jeden Tag trainieren, bis zu 10 Stunden. Und sie wollen auch gar nicht frei haben, weil das wie eine Art Sucht ist, das Tanzen. Und wenn sie mal einen Sonntag tatsächlich einen Nachmittag frei haben, dann langweilen sie sich. Ja, so sehr lieben manche Menschen ihren Beruf. Ganz andere Kategorie war die Band Itchy. Da habe ich mich mit 2 Bandmitgliedern getroffen. Und das war wirklich das albernste Interview, was ich hatte. Und irgendwie ist es teilweise wirklich aus den Rudern gelaufen. Habt ihr Familie? Nee. Du bist doch derjenige mit Haus und Rhabarber, oder? Der Rhabarber anpflanzt, oder? Ist das dein Ruf? Ist das dein Ruf, der dir vorauseilt? Vor allem mit Haus und Rhabarber. Also ja, ich habe Familie. Haus und Rhabarber. Ja, nee, ich habe tatsächlich einen großen Gemüsegarten. Ja. Und ich habe gelesen, du pflanzt am liebsten Rhabarber an. Das ist eine Lügenpresse. Ja, sofort wieder. Es ist einfach Fake News. Ich habe unter anderem Rhabarber, aber ich habe auch so Sachen wie Zucchini, Tomaten natürlich, viel Kräutersachen, Peperoni. Also verschiedenes Zeugs, was den Zuschauer sicherlich brennend interessiert. Also nicht nur Rhabarber, da hast du dich schlecht informiert. So, das war unsere kleine Nähkästchen-Plauderei. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Nächste Woche sind wir wie gewohnt dann natürlich wieder für Sie da, unter anderem mit dem Thema Lange Nacht der Museen. Übrigens, alle Folgen vom Puls können Sie sich natürlich anschauen in der Mediathek oder auf YouTube einfach eingeben, Puls Regio TV. Ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen und bis dahin lassen Sie es gut gehen. Tschüss. So, wir sind am Ende, Jungs. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, Sieb, ich weiß dir nicht so, aber trotzdem schön, dass du dabei warst. Ciao.